Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von The Search. Die nächste Ebene wird die Vorstandsebene sein. Ich merke gerade, dass ich kaum noch Leben habe. Verdammt. Wo habe ich denn den ganzen Schaden herbekommen? Ich könnte mich natürlich noch kurz heilen gehen. Ne, wir gehen einfach mal hoch und sterben. Wie viel Dings habe ich dabei? Was? 26.000, das geht ja noch. So. Auf zur Vorstandsebene. Oder sind wir noch nicht bei der Vorstandsebene? Ups. Okay, jetzt bloß keinen Fehler machen. Oh fuck. Heil mich noch zweimal. So. Kann ich mich nochmal heilen, welche? Was haben wir hier? Großen Schrotthaufen aus Metall. Und ein Audiolog. Die Vorstandsebenen sind sauber. Keine Spur von dem Chaos da draußen. Der Werkschutz ist überall. Als hätten sie das alles geplant. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Wer versucht mich zu beruhigen? Sie hat mir gesagt, ich stecke hier fest. Ich weiß nicht. Ich will ihr glauben. Ich muss. Ich will einfach wieder in ein freundliches Gesicht schauen. Selbst wenn es ihres ist. Okay. Später? Sehr gut. Oben noch irgendwas drauf. Das sieht nicht so aus. Okay. Also wir doch schon mal der Vorstandsebene, habe ich eben nur falsch gedacht. So, gut, haben wir uns ein bisschen geheilt schon mal. So, jetzt wieder vorsichtig sein. Vorne ist ein Gegner. Hat mich wieder selten gesprungen. Okay. Jetzt sterbe ich noch gegen so einen Wechsel. Oh, jetzt kein Platz zur Seite gehen. Jetzt bin ich tot. Zwei mal heilen. Und springen. Ah, er geht zum Ort zurück. Glück gehabt. Sterbe ich hier fast gegen so einen scheiß Gegner. Glück, Glück. Was haben wir hier? Ein Schrotthaufen aus Metall, ein weiteres Interview irgendwo. Fuck. Ich dachte, das ist schon angreifen. Mein. Jetzt habe ich die ganzen Injektionen. Die heilen mich ja ganz schön. Oh, ich habe Energie bekommen von irgendwo. Nein. Schauen wir uns mal das Interview an. Für uns war Jonah Guttenberg immer das Gesicht von Creo. Aber er ist nicht allein. Creos Vorstand besteht aus den Besten der Besten. Und zu oft bekommen wir ihre Standpunkte nicht zu hören. Heute werden wir das ändern. Bitte begrüßt mit mir Tobias Green. Danke, Don. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Man hat mir gesagt, Mr. Guttenberg sei derzeit nicht verfügbar.
Können Sie uns etwas dazu sagen? Wie du vielleicht weißt, stand Jonah in letzter Zeit unter enormem Druck. Wir befinden uns hier in einer kritischen Phase bei Creo. De facto, wenn ich so sagen darf, stehen wir vor einem Neuanfang. Würden Sie das genauer erklären? Nein, derzeit nicht. Wie du sicher verstehst, ist Diskretion von höchster Wichtigkeit. Natürlich. Wir treffen täglich Entscheidungen von gewaltiger Tragweite und müssen dabei einen reibungslosen Ablauf der Prozesse hier bei Creo garantieren. Aufgrund der aktuellen Ressentiments gegen Resolve sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass einige mutige Schritte unternommen werden müssen. Und die wären? Auch hier ist es zu früh, weiter ins Detail zu gehen. Aber sei versichert, dass wir das Beste im Interesse der Menschheit wollen. Wenn die Zeit reif ist, wird alles enthüllt. Uns stehen in nächster Zeit einige harte Entscheidungen bevor. Aber ich kann dir versprechen, wir werden sie treffen. Tut mir leid, das zu sagen, aber das klingt leicht ominös. Ganz und gar nicht. Aber wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wie mir gerade mitgeteilt wird, haben wir für mehr leider keine Zeit. Also, danke für Ihre Zeit. Oh, ominöse Nachrichten. Gucken wir erstmal kurz hier. Vierer Rüstung Teile, gut. Noch ein Audiolog. Verblasenes kleines Arschloch. Für wen hält er sich, uns über Arbeiterrechte zu belehren? Unerträglich. Ernsthaft. Ich wusste, das würde passieren, als man ihn befördert hat. Keine Ahnung, was die sich gedacht haben. Hey, warum nicht jeden Hans Wurst am ganzen scheiß Fließband befördern? Stammbaum, Abschlüsse. Heutzutage ein Dreck wert. Der trifft da durch. Der Vögel da unten hasst ihn auch. Ihn die letzte Gehaltskürzung ankündigen und dann den alten Knacker feuern zu lassen. Genialer Schachzug. Danke für den Tipp. Ich werde es genießen, mein Leben in Scheißhaufen zu verwandeln. Das wird zumindest eine kleine Entschädigung dafür, sich mit ihm rumzuschlagen. Ich meine, er darf sogar die Vorstandskantine und Toiletten benutzen. Jetzt muss ich seine hässliche Visage beim Essen und Pissen ertragen. Ich weiß nicht, soll ich ihn folgen oder lieber nicht? Gott, habe ich deine Drohne zerstört. Gucken wir erstmal kurz hier oben weiter. Na. Hier können wir wahrscheinlich später durch. Nimmt man hier auch. Oh, ein Gegner. Nicht so viel verstecken wir wollten. Hier ist. Da ist noch was. Noch ein Schrotthaufen. Gut versteckt. Nicht gut genug. Ein anderer von hinten? Nee. Noch ein Schrotthaufen. Kann ich nicht auch doch jetzt. Hä? Ja. Weiter geht's. Ja, wir finden mehrere Audiologs. Ist schon mal gut. Eine Trophäe gerade bekommen, weil wir alle rasenden Drohnen-Audiologs bekommen haben, würde ich sagen. Es ist meine große Freude, euch heute Howard Vaughan zu treffen. Ja, macht einen Sprung. Ah, er trifft mich auch noch, obwohl ich zurückgesprungen bin. Unnötig. Sicherheitsbereich. Zugang gewährt. Immer schön alle Ecken und Kanten überprüfen. Ist immer hier links. Läuft jemand? Natürlich laufe ich ihn nicht hinterher, ich bin ja nicht dumm. Oh fuck, das kommt mir auch nicht. Noch was gedroppt? Audiolog? Ich wusste, dass hier noch ein Gegner ist. Klar. Den kann ich noch gleich hoch.
Ich kann mich nicht bewegen, oh mein Gott. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich das gekillt, weil ich wieder so eine Angriffssequenz war. Ah, noch ein Audio, oder? Ich habe endlich mein Limit erreicht. Verraten. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich verpissen. Dann ist es passiert. Direkt vor der Servicestation. Mein ganzer Körper. Alles tat weh. Ich weiß noch, wie ich auf den Boden geknallt bin. Mein Shirt geöffnet habe. Da waren Schnitte und Blutergüsse überall. Ich kann mich kaum rühren. Krieg keine Luft. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Das linke Auge ist alles blind. Was hat diese Schlampe mit mir gemacht? Es ging mir gut. Es ging mir gut. Und plötzlich... die Schmerzen. Ich bin am Ende. Was geschieht mit mir? Sie konnten anscheinend wieder sehen mit dem Exo. Gucken wir, ist das die Abkürzung, die ich eben Nee. Knochen. Der Vorstand sitzt uns seit Monaten im Nacken. Die Geschwindigkeit, mit der wir hier arbeiten, kann man nicht mehr sicher nennen. Wir haben so viele Abkürzungen genommen, an so vielen Ecken gespart. Und jetzt? Nichts. Wir kriegen nicht mal auf die einfachsten Fragen eine Antwort. Was zur Hölle läuft da drin? Der Aufsichtsrat hat die Schnauze voll. Und ich meine, richtig voll. Der Vorstand muss endlich den Arsch hochziehen und wieder auf Kurs kommen. Sonst gibt es hier entweder ein Desaster oder eine Meuterei. Meuterei? Gucken, wo wir hingehen. Ich wollte eben noch nicht weitergehen, weil wieder noch ein anderer Weg. Okay, schauen wir mal. Wieder so ein Service-Roboter. Das geben wir ja mal gut Leben, das ist gut. Ist noch einer hier irgendwo? Auch komisch, nichts weiteres. Ops. Special Ops. Da bin ich jetzt wieder bei der Sicherheit. Recycling Buddy. Oh, wir haben neuen Altmetall. Ja, ich bin jetzt hier. Nice. Und da vorne ist die Servicestation. Abkürzung, Abkürzung. Ist nichts meine? Nee. Gut. Dann klingen wir mal die Vorstandsebene weiter. Ich hatte eben Grand Chase ausprobiert, noch eine Runde Assassin's Creed gespielt. Das Event haben wir jetzt schon durch. Beziehungsweise also alle Missionen. Aber es geht noch 5 oder 6 Tage. Ich weiß nicht, vielleicht werden die auch... kommen noch neue Missionen dazu. Wenn wir ein Level aufsteigen, über 14 oder 15 kommen. Unheimliche Musik. Wie der Beckert. Du bist das. Du. Sie sollte nicht hier sein. Sie weiß nicht, was mit dir los ist. Hallo? Du musst verschwinden. Ich will dich nicht zwingen müssen. Ich. Oh, den Neichen Stab. Du denkst vermutlich, du hast einen guten Grund, hier zu sein, aber du hast keine Freigabe für diesen Sektor. Allein diese Unterhaltung kann mich meine Position kosten. Wirklich? Ich glaub's nicht. Ich hab dir da draußen den Hals gerettet. An eine solche Situation würde ich mich sicher erinnern. Ich... bitte, mein Kopf. Du musst verschwinden. Wir haben Anweisungen, jede Möglichkeit... das Mädchen im Serverraum. Unbefugt. Ich will nicht, dass du endest wie sie. Irina, hörst du dir eigentlich zu? Bist du überhaupt noch irgendwo da drin? Das ist nicht mein Name. Es tut mir leid, aber
Ich kann Ihnen nicht helfen. Bitte, mein Kopf. Ich will dir nicht wehtun. Ernsthaft? Nach allem, was... Ich war mehr... Wenn Sie sich nicht selbst ent... Haben wir die Irina ausgeschaltet. Gut, dass wir da keine sehen. Pflichtbewusster. Das ist eine verlorene Seele auf der Suche nach... Nach sich selbst begleitet. Oh, back to you, der Stab. Die Arme. Autorisierung anerkannt. Hast du noch einer in der Ecke? Ja, so wie eben. Klar, wenn da so eine große steht. Wieso ist mein Bonus weg? Bin ich gestorben? Ah, weil ich beim Dings war. Ah, hast du Resets auch gedacht? Es ist vollkommen korrekt. Von Zeit zu Zeit sind wir nicht einer Meinung. Aber ist es nicht das, was die Menschheit ausmacht? Noch einer vom Vorstand? Und das ist das eine, das wir hier bei Creo erhalten wollen. Die Menschheit. Das war letzten Endes immer unser Ziel. Es gibt sicherlich einige, die ihre Karten voll ausspielen. Aber das ist nicht der richtige Ort dafür. Und ich bin sicher, kühlere Köpfe werden die Oberhand behalten. Nun, das ist sicher gut zu hören. Es gab einige Gerüchte über eine neue Version von Resolve. Oder etwas, um es zu ersetzen. Es wird immer Gerüchte geben. Unsere Forschungsabteilung leistet fantastische Arbeit. Wir bei Creo werden stets versuchen, bis an die Grenzen zu gehen und darüber hinaus. Das ist es, worum es geht. Was wir tun. Ich kann dir versichern, wir haben die Zahlen gewälzt und Resolve ist der richtige Weg. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich hatte noch am Anfang was anderes gesagt, wahrscheinlich kurz vorgestellt, ne? Es ist meine große Freude, euch heute Howard Bonham vorstellen zu dürfen. Danke für den herzlichen Empfang. Ich weiß, dass die Leute gern dasselbe über Vorstandsmitglieder denken wie über Buchhalter. Oder sind wir vielleicht dasselbe? Bei uns sind Sie stets willkommen. Nun, mein Kollege war bereits hier und ich würde gern eine andere Perspektive aufbringen. Es ist vollkommen korrekt. Von Zeit zu Zeit sind wir nicht einer Meinung. Aber ist es nicht das, was die Menschheit ausmacht? Und das ist das eine, das wir hier bei Creo erhalten wollen. Die Menschheit. So, kurz das war letzten Endes immer unser Ziel. So. Es gibt sicherlich einige, die ihre... Okay, wo geht's hier hin? Wo geht's höher? Krieg ich einen Treffer? Ne, schade.
keiner. Naja, leicht. Neue Waffe. Und neue Rüstung. Kannte ich noch nicht. Asklepios und Bion J. 1, Last 8. Wir haben ein Büro. Audio-Log. Ah, Iron Mask, oder was? Ja, 103. Dies sollte mein Vermächtnis sein. Mein Name wäre für alle Zeiten fest in die Geschichtsbücher eingebrannt. Mittlerweile befürchte ich, es wird ein alles andere als ansehnlicher Eintrag. Wenn ich einen Zeitpunkt festmachen könnte, um ihn rückgängig zu machen, etwas zu verändern. Ich sehe ihn immer noch nicht. Meine eigene Hybris war mein Verderben. Mich der Welt so zu präsentieren, wie ich gesehen werden wollte. Keine Fehler. Ausgeschlossen. Es ist meine große Freude, euch heute Howard Barnum vorzustellen. Sogar in meinem Alter. Eitelkeit. Die Mängel von Resolve mit kleinen, fixen Kurzzeitlösungen zu behandeln. Es ist lächerlich im Nachhinein. Aber wir haben es nicht gesehen. Wie konnten wir es nicht sehen? Wir haben versagt. Wir haben an der Menschheit versagt. Das ist mein Vermächtnis. Oh oh. Autorisierung anerkannt. Ah, hier ist die Abkürzung jetzt. Ja, jetzt müssen wir von hier auch höher kommen, ne? Nee, hä? Von hier komme ich nicht durch. Lol. Der arme Jonah wollte alles richtig machen. Und dann hat er alles falsch gemacht. Poor guy. Poor guy. Es ist meine große Freude, euch heute Howard Barnum vorstellen zu dürfen. Da waren wir eben. Noch ein Audio-Log. Sie jagen mich jetzt. Wo allein immer ich mich verstecke, sie kommen mich suchen. Die Schmerzen werden schlimmer. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte. Es zerrt mich auf. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich muss sie finden. Vielleicht hilft sie mir noch einmal. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Bitte, lass mich nicht allein hier oben. Gehen wir erstmal jetzt hier längst weiter. Hm? Da. Taub verwundert, geht der? Oh, gut geklappt.
habe ich ihn gut zerstört. Oh, wir sind schon wieder Don Hackett. Gucken wir erstmal hier rein. Zugang gewährt. Holen wir doch erstmal da rein. Der grüne Raum. Es gibt keine Ausweg. Ich will nicht, dass sie mich kriegen. Sie sind da draußen, ich kann sie hören. Sie waren niemals das, was sie uns weismachen wollten. Und ich habe ihre Lügen noch verbreitet. Der Arme. Er hängt. Sag Jewel nichts. Bitte, sag ihr nicht, dass es so geendet hat. Ich liebe euch beide. Das weißt du. Ich hab dich immer geliebt, Rian. Das hab ich immer. Du bist unerreicht. Ich will nicht glauben, dass ich zum letzten Mal deinen Namen höre. Kommt noch was? Mein ganzes Leben lang bin ich es gewohnt, in die Kamera zu sprechen. Und jetzt fehlen mir die Worte. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Rian. Ich hätte ein besserer Mann sein können. Ein besserer Vater. Ich wollte es richtig machen. Beweisen, dass ich was verändern könnte. Ja, und das habe ich auch. Aber nichts, worauf ich stolz bin. Und das wollte ich. Ich wollte, dass ihr stolz auf mich seid. Ich habe so viele Fehler gemacht. Aber der größte war nicht, um dich zu kämpfen. Es gibt keinen Ausweg. Ich will nicht, dass sie mich kriegen. Sie sind da draußen, ich kann sie hören. Okay, dann sind wir reingekommen, glaube ich. Sie waren niemals das, was sie... Wir waren immer fasziniert von Technologie, haben eine engere, innigere Beziehung gesucht. In der frühen Phase des 21. Jahrhunderts wurden soziale Interaktionen durch Netzwerke und elektronische Geräte aktiver als von Mensch zu Mensch. Sie ermöglichten es den Leuten zu sein, wer sie sein wollten. Nicht wer sie waren. Aber wir haben uns etwas vorgemacht. Jetzt endlich sind wir soweit. Mensch und Maschine verschmelzen. Ich hab dich immer geliebt. Denken Sie darüber nach. Ein kollektives, geeintes Bewusstsein. Unsere wahren Seelen. Ewig. Unsterblich. Ist es nicht das, wonach sich alle sehnen? Die Macht zum Aufstieg liegt nicht im Göttlichen. Sie ist hier, in der Maschine. Failed. Jetzt sind Ausrüstungssachen. Und jetzt fehlen mir die Worte. Singularität, alle in einen Schwamm rüsten. Es tut mir leid. Jonathan Award. Don Hackett. Es tut mir leid, Rian. First place. Ich hätte besser Mann sein können. London School of Journalism. Ich wollte es richtig machen. Du machst so kleine Gadgets. Ja, und das habe ich auch. Aber nichts, worauf ich stolz bin. Die Geschichte von Don Hackett. Noch einer. Und jetzt ist er im Kopf. Kopfmodell Asklepios.
Na, wo geht's hier hin? Tschüss. Oh, what? Hier sollte man nicht runterfallen. Umerziehungslager. Free them all. Okay. Fuck, hier hab ich gar nicht gesehen. Es war gut, dass sie ins Auto gehauen hat. Antikinetischer Schild, den hatten wir schon. Noch ein Audiolog. Versteckt. Nun lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Der Liberator. Was ist Realität? Akzeptieren Sie sie, weil Ihre Sinne Ihnen sagen, dass etwas real ist? Weil Sie es schmecken, riechen, hören, fühlen, sehen können. Aber Sie wissen so gut wie ich, wie leicht man unsere Sinne täuschen kann. So leicht wie eine Lüge über die Lippen eines Politikers rennt. Die Welt ist ein Schleier über unseren Augen, der uns blind macht gegenüber der Wahrheit. Das Leben ist nicht mehr als eine Illusion, die uns in Zuckerwatte packt wie kleine Kinder. Eine wohlige Reminiszenz an vergangene Zeiten. Wir wissen besser als die meisten, wie Erinnerung funktioniert. Versteckt. Die Massen akzeptieren sie als unfehlbare Wahrheit, doch wir verstehen die trügerische Natur unseres eigenen Geistes. Wir springen in wahnhaften Freudentanz zu trauten Klängen. Nice, nochmal eine Abkürzung. Und in den Schatten ziehen die heimlichen Puppenspieler ihre unsichtbaren Fäden. Ausgabe 103, 9. Ferguson. Happy Birthday, kleiner Bruder. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir haben länger nichts von dir gehört. Nimmt die Arbeit wieder überhand? Ich denke, du brauchst einfach eine Weile, um dich an die zusätzliche Verantwortung zu gewöhnen. Ist nicht gerade deine Natur, den Boss raushängen zu lassen. Aber ganz ehrlich, wir sind dir für alles, was du für uns tust, dankbar. Glaub nicht, das wäre nicht so. Du bist immer in unseren Herzen und unseren Gebeten. Mom vermisst dich natürlich wie verrückt, ihr Kürbisbärchen. Wir vermissen dich alle. Genieß deine Party und den Kuchen. Du bist der Beste. Hab dich lieb, Peggy. Don Hackett. Gucken wir erstmal im Nebenraum. Zugang gewährt. Oh, so eine. Die ist vielleicht längs gelaufen, das könnte sein. Die, welche Hilfe braucht er? Protokoll aktiv. Log bei 0 Stunden, 3 Minuten und 12 Sekunden. Neurovotum im Konferenzraum erfolgreich pausiert. Mehrheitsbeschluss Utopia aufgezeichnet für Vorstandsmitglieder Bonham, Green, Fox, Vanderbilt, Nawabi, Ito und Freeman. Mehrheitsbeschluss Utopia ausstehend für Vorstandsmitglied Hayes. Medizinische Notversorgung angefordert. Exponentielle Schockkaskade läuft durch sämtliche Systeme Creos. Schadensbericht unbekannt.
Personalbezogene Kollateralschäden für die meisten aktiven Neuroimplantatträger wahrscheinlich. Scheint, als hätte ich es geschafft. Hoffe, du bist stolz. Ich bin jetzt ein Teil der großen Maschine. Nicht gerade mein Traum, aber ein Mädchen muss tun, was ein Mädchen tun muss. Ich weiß, die Familie zählt auf mich. Bin nicht mehr das Lamm, bin jetzt die Löwin. Wow. Ich lass dich nicht im Stich, Papa. Ich zieh das durch. Es wird nicht wie die letzten Male versprochen. Ich hab niemanden außer dich und ich lass dich nirgendwo hin. Online, online. Bestbezahlter Job für ungelernte Kräfte auf dem Kontinent. Wenn sie ungelernt wollen, können sie ungelernt haben. Hab dich lieb. Lass noch eine online. Lass uns bald reden. Mallory. Mallory. Was kann man hier? 85, ja, steht. Von Englisch. Wieso geht das nicht? Turing-Test. Saul. Vielleicht von Sauli? Nein, ich kenne das schon. Drei Server sind noch online. Okay. Hier können wir noch irgendwas machen. Ich glaube, hier mache ich die Tür offen. Auf. Sicherheitsüberprüfung abgeschlossen. Zugriff gewährt. Lockdown deaktiviert. Firewall der Vorstandsebene auf Standardparameter zurückgesetzt. Achtung! Lockdown deaktiviert. Normaler Betriebsablauf wieder auf. Müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, hier ist noch ein Nanokern. Bitte kehrt an eure zugewiesenen Arbeitsplätze zurück. Ehrlich, irgendwas auf den Arm. Ausschalten, so. Ja, easy. Easy peasy. Komm ich trotzdem nicht durch, oder wie? What the fuck? Hinten war ich da schon. Okay, ist doch nichts. Kann man hier irgendwo runterspringen und irgendwo aufspringen? Was ist das? Da war der Weg. Da sind wir reingekommen. Okay. So, ich mache mal einen Cliffhanger. Bevor wir in den Vorstand gehen, beende ich die Aufnahme hier, mache gleich die nächste Aufnahme und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.